So, mein Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Marktausblick. Wir wollen uns mal genauer anschauen, ob und wie der DAX die 16.000-Punkte-Marke technisch noch erreichen kann. Wir haben immer wieder knapp davor gedreht, was ein relativ spannendes Zeichen ist, aber das wollen wir uns gleich mal genauer ansehen. Ansonsten den Kryptomarkt etwas unter die Lupe nehmen. Da hatte sich etwas stabilisiert, aber nichtsdestotrotz ist natürlich der bearische Charakter hier immer noch der dominante. Und wir schauen uns an, was der DXY, also der Dollar Basket, und entsprechend die Zinsanleihen bereithalten, sodass wir abschätzen können, wird es eher eine grüne Woche für die Finanzmärkte oder wird es eher eine rote Woche. Und jetzt, wo wir gerade dabei sind bei den 10-jährigen Staatsanleihen, schauen wir direkt mal rein. Und für das Gesamtbild, für den quasi den technischen Orderflow zu erkennen, macht es Sinn, auf den größeren Zeiteinheiten die Strukturdimension zu bestimmen. Die großen Zeiteinheiten, so wird es sehr, sehr häufig philosophiert, die haben mehr Bestätigung, also die haben mehr Informationen enthalten. Und der einfache Grund, warum das tatsächlich so ist, liegt einfach darin, dass die großen Zeiteinheiten selbstredend die kleineren Zeiteinheiten in sich beinhalten. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel siehst, dass auf Tagesbasis der Chart hier ein Hoch hat, dann wird dieses Hoch ebenfalls auch auf Stundenbasis, auf 30-Minuten-Basis, auf Sekundenbasis ein entsprechendes absolutes Hoch gewesen sein. Das heißt also, dass sich der Orderflow aus den kleineren Zeiteinheiten dann aggregiert in den größeren Zeiteinheiten, sodass, wenn du auf der großen Zeiteinheit eine Umverteilungszone erkennst, das mit sehr großer Sicherheit entsprechend auch eine wichtige Umverteilungszone für die kleineren Zeiteinheiten darstellen kann und darstellen sollte. Und wenn wir uns das mal ansehen, die Staatsanleihen haben hier kein neues Hoch gebildet bekommen, sind aber aus einem tieferen Tief hier gekommen. Das heißt also, wir haben einmal uns mit Liquidität hier unten vollgesogen und diese hier oben dann auch abgeliefert, die entsprechend dann umverteilt. Und das gibt natürlich jetzt auch erstmal wieder den Charakter, dass wir möglicherweise weiter in dieser Konsolidierung unterwegs sind. Was mit sich bringt, wir haben hier eher tatsächlich diesen bearischen Orderflow, also wir haben eine etwas bearische Struktur, denn wir bilden hier, wenn auch häufig nur durch Liquiditätsabgriffe, tiefere Tiefs. Das bedeutet, wir würden auch hier vermuten, dass wir, nachdem wir Liquidität von neuen Hochs mitbekommen haben und viele Retailer oder beziehungsweise im Generellen viele Trader auf die falsche Fährte gelockt haben, dass wir dann hier eine Trendfortsetzung weiter nach unten bekommen. Und das würde natürlich auch relativ gut passen, denn wir sehen, dass hier von dieser Umverteilungszone der Markt diesen Bereich relativ schnell verlassen hat und doch in einem extrem steilen Trend nach oben sich durchgedrückt hat. Und das würde mit sich bringen, dass wir einen Retest der Basis, also dieser Umverteilungszone hier früher oder später doch noch erleben sollten und erleben wollen. Wie kann sowas technisch passieren? Naja, im Endeffekt müssen die Staatsanleihen weiter zurückgehen. Das würde auch die US-Dollar-Schwäche wieder weiter anfeuern, würde dann entsprechende Euro-Stärke ins Licht rücken. Und vielleicht kann das fundamental auch noch spannend sein, wenn wir neues Geld drucken müssen, um zum Beispiel die Wirtschaft aufrecht zu erhalten, wenn wir Banken retten müssen oder. Das heißt also, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Pulver im Fass. Und für den DXY sieht es nicht anders aus. Wir versuchen hier immer wieder kleine Erholungen, aber technisch gesehen ist das hier natürlich immer noch deutlich, deutlich, deutlich absteigendes Potenzial. Auch hier haben wir die Liquidität oben gefischt, haben hier aber kein neues Tief gebildet, was bedeutet, hier runter sich die Liquidität zu holen, das ist sehr wahrscheinlich. Und wenn wir es nicht schaffen, jetzt in den nächsten Tagen diesen dynamischen Widerstand zu brechen, dann haben wir hier so ein absteigendes Dreieck und das würde dann definitiv mit dem Breakout nach unten die wahrscheinlichste Variante sein. Das könnte Gold natürlich weiterhelfen. Wir haben darüber gesprochen, auf Wochenbasis, sehr schöner Kerzenschluss am vorherigen Wochentief. Das heißt also auch da wieder nur die Liquidität unter einem Tief aufgesogen, um sie möglicherweise zu entladen. Dieses Entladen kann in einem neuen Hoch stattfinden. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Wenn wir nochmal diese neuen Hochs attackieren, ist die Wahrscheinlichkeit eines Breakouts groß. Und technisch bleibt da natürlich immer viel Luft zu sagen, okay, wie hoch kann quasi so ein Breakout dann auch stattfinden. Ich würde nicht unbedingt mit Projektionen gehen, sondern viel eher sagen, dieser Breakout kann mit ordentlich Momentum stattfinden. Denn wir sehen, der Akkumulations- und Distributionsindikator, der also das Volumen, was in den Markt kommt, immer diskontiert mit der Größe der Kerze bzw. der Größe der Bewegung. Das ist ein ganz großer Vorteil, den der AD-Indikator, der heißt bei TradingView auf Deutsch Kumulierung und Distribution, also nichts anderes als ein paar Fachworte für Kauf und Verkauf, dass wir sehen, dass entsprechend das Volumen
ins Verhältnis gesetzt wird zu dem, wie groß ist die Kerze, wie groß ist die Spannbreite, also der Spread der Kerze von Hochpunkt zu Tiefpunkt, und das wird quasi aufsummiert. Und wenn es eine rote Kerze ist, kriegt das Ganze ein negatives Vorzeichen und führt dazu, dass diese Akkumulations- und Distributionsdarstellung etwas fällt, und ist die Kerze grün, dann steigt sie. Was vor allem da für uns interessant ist, in einem Akkumulations- und Distributionsindikator zu sehen, wie verhalten sich die Konvergenzen bzw. Divergenzen zum Chart. Das heißt also, kriegen wir höhere Tiefs im Chart, die wir auch im Volumen bzw. im AD-Indikator sehen. Und das ist definitiv der Fall. Wir kriegen die höheren Hochs, wir kriegen die höheren Tiefs. Das heißt also, wenn wir das Ganze mal herunterbrechen wollen und das eigentliche Verständnis vom Akkumulations- und Distributionsindikator auf die Preisbewegung setzen, dann bedeutet das, dass die Tiefs aufgekauft werden mit großem Volumen und das große Volumen zu neuen Hochs führt. Und das ist eine Konvergenz, und Konvergenzen sehen wir immer als bestätigend für technische Bewegungen an. Das heißt also auch hier, die Konvergenz für den Goldchart, selbst wenn wir ein bisschen nach unten dippen, ist definitiv gegeben. Wir haben ordentlich Platz, das hier unten war das letzte Tief, und dementsprechend auch mit einem Retracement in den Bereich der 1900 US-Dollar pro Feinunze wäre immer noch sehr, sehr bullisch und sehr, sehr pro-indikativ für einen Breakout. Nichtsdestotrotz, wir müssen immer daran denken, Gold ist der Gegenspieler zum US-Dollar, typischerweise. Fundamental hast du jetzt mittlerweile noch ein bisschen mehr Backup, dass wir sehen, dass ganz viele digitale Währungskoalitionen möglicherweise auf einen Goldstandard setzen wollen. Ähnliches gilt auch für Silber, wobei Silber rein von der Relation gesehen, der Preisbewegung natürlich noch mehr Luft nach oben hat als Gold. So von der Volatilität, von der möglichen Liquidität, die in die Märkte kommen kann, deutlich mehr Potenzial. Aber Silber ist trotzdem, vor allem was das Ganze so fundamental weltwirtschaftlich in seiner Wichtigkeit anbelangt, einfach so ein bisschen die zweite Geige. Sicherlich kannst du auch diversifizieren in Silber, in Platin und so weiter und so fort, aber der Goldstandard hat in der Geschichte der Finanzpolitik schon seinen eigenen Stellenwert erreicht. Ganz wichtiger Punkt. Wenn wir hier über das Volumen sprechen und schauen, wo das Volumen reinkommt, dann müssen wir auch immer sehen, wir sprechen hier über das Volumen von einem Broker. Und der Broker kann das Volumen auch nicht ganz genau berechnen, sondern die Finanzmärkte, die Devisenmärkte sind OTC-Märkte, Over-the-Counter. Das heißt also, das ist quasi ein dezentralisierter Markt. Und da müssen wir immer schauen, dass aufgrund eines Brokers, der seine Liquidität zu einem Provider bringt oder direkt an die Finanzmärkte bringt, der kann entsprechend nur aufgrund des Kundenvolumens ein Gesamtvolumen abschätzen, wodurch das Ganze sich natürlich dann auch hier Schritt für Schritt immer etwas auch abweichen kann. Für den New Zealand Dollar US-Dollar sind wir quasi in einem sehr, sehr interessanten Zwiespalt, denn normalerweise ist der April ein relativ starker Monat für Nebenwerte wie den australischen Dollar und den New Zealand Dollar. Und was sehen wir? Fettrote Zahlen. Wir sehen deutlich rote Zahlen, und der April, der war für den australischen Dollar nicht super dramatisch, für den New Zealand Dollar ging es doch ordentlich nach unten. Und die haben vor allem auch gegen den Schweizer Franken auf die Nase bekommen, und wir sehen, dass neue Tiefs in Sicht sind, beziehungsweise hier sind wir bei den Corona-Tiefs, die bei den deutlichen Abverkäufen zustande gekommen sind, und wir nehmen wirklich deutlich, deutlich Beschleunigung auf diese Tiefs. Deswegen würde ich auch hier empfehlen, tunlichst davon abzuraten, in diese Abwärtsbewegung reinzukaufen. Und wenn wir uns das hier anschauen, der australische Dollar, Schweizer Franken ist noch ein bisschen defensiver unterwegs, aber schau es dir an, das Sentiment hier, Long 77%, Short 23% von diesem Broker hier, das Forex-Client-Sentiment, das spricht Bände. Also da willst du in der Regel nicht Long drin sein, sondern kannst dir wirklich, wirklich, wirklich überlegen, ob es da nicht noch Sinn machen kann, sogar Short zu gehen. Der Euro-US-Dollar, genau wie wir besprochen haben, hatte sein bullisches Potenzial, gibt heute ein bisschen ab durch die US-Dollar-Stärke. Trotzdem auch hier aufgepasst, wir haben immer noch bullisches Potenzial, und auch mit einem Retracement in den Bereich der 1,09 würden wir immer noch die Bullenseite bevorzugen. Sicherlich können wir von der Zukunftsmusik mehr oder weniger da auch mal ausgehen, dass das hier ein Doppeltop wird oder ein Doppeltop ist. Und das ist ein ganz spannender Punkt, den wir einfach immer und immer wieder auch betrachten müssen, denn für dieses Doppeltop bräuchten wir mehr bearische Bestätigung, und dafür haben wir einfach gerade zu starke aufgekaufte Tiefs. Wir sehen auch hier, der AD-Indikator zeigt uns Ähnliches, nämlich höhere Tiefs,
die in der Regel aufgekauft werden und von daher der bullische Order Flow ist definitiv gegeben. Wie sieht es aus im Kryptomarkt? Wir schauen in die Übersicht und ja, es ist relativ rot, aber das ist immer noch heulen auf hohem Niveau, weil wir natürlich eine imposante Bewegung nach oben gezeigt haben. Nichtsdestotrotz, wir scheinen langsam aber sicher diese Umverteilungszone abzugeben. Und darüber haben wir gesprochen, dass der bearische Charakter größer ist als der bullische Charakter. Und das ist für die mittelfristige Perspektive immer noch nicht dramatisch, weil wenn sich das Ganze zuspitzt, wenn der US-Dollar tatsächlich auch immer mehr Schwäche zeigt, dann kann das Ganze hier natürlich auch nochmal schöne Aufwärtsdynamiken annehmen. Technisch gesehen geht es hier auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich weiter nach unten. Wir haben hier die Hochs abgegriffen, keine strukturrelevanten Bewegungen nach oben, sondern immer nur Liquidität getankt und bilden dann in der Folge aber hier tiefere Tiefs, die zwar ebenfalls einen Liquiditätsabgriff führen, aber nicht zu neuen Hochs. Da der Orderflow bearish ist, sehen wir auch hier eher bearishes Potenzial. Und wenn wir uns nicht über die 27,6 irgendwie stabilisieren können, dann ist das Ganze hier ein relativ deutlicher Fall, dass wir uns weiter nach unten bewegen, Richtung 25K. Darüber hatten wir ebenfalls gesprochen. Der AD-Indikator zeigt uns Ähnliches. Die Tiefs werden tiefer, die Hochs werden immer wieder abverkauft. Von daher Distribution größer als Akkumulation. Es geht weiter nach Süden und das war es dann auch mit diesem Update. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Handelssession. Wir sehen uns bald wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.